Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht eines Schiffes, das in seiner Nation mehr Premium-Schiffe im Reiter Schlachtschiffe hat, Battleships, anstelle von normalen Schiffen. Wir befinden uns hier in der britischen Reihe. Und hier haben wir ein Schiff, das, ja, nennen wir es beim Namen. Ein Abklatsch des Conquerors ist, dem man seine eigentlichen alten Geschütze genommen hat und die 457er dann als Thunderer wieder rausgebracht hat. Gut, ganz so einfach ist es wie immer nicht. Wargaming hat dem Ding ein, zwei spezielle Dinge gegeben und wie es immer so ist, der Herr gibt's und der Herr nimmt's und in dem Fall ist mit der Herr Wargaming gemeint. Wer wisst, hat der Conqueror einen Superheal, der sehr viel, sehr schnell heilen kann. Ob 40.000 von den Dingern, ne? Das hat sie die Thunderer nicht. Die Thunderer hat einen normalen Heal. Die hat nur 0,5% Heal, wie die anderen Schlachtschiffe auch. Das bedeutet schon mal, dass sie ein bisschen eigentlich unbedingt angreifbarer ist, weil, ehrlich, angreifbar ist die Conqueror auch, aber sie erholt sich nicht mehr so schnell von schlechter Positionierung oder aber von schlechten Entscheidungen. Das macht einen großen großen Einfluss auf die Spielweise der Thunderer. Natürlich auch auf die Spielweise der Conqueror, denn viele Leute sehen nur die Panzerung und nicht, was Wargaming Angaben dazu gibt, um diesen Missstand quasi aushebeln zu können. Denn die Panzerung der Thunderer ist alles andere als gut. Wir haben außenrum nur 32 mm, das bedeutet, uns penetriert quasi alles. Man könnte sagen, man brennt nicht häufiger, sondern man bekommt halt High-Penetrationen, so gut wie überall. Auch die Aufbauten sind groß genug, da ist alles drin, um auch von kleinerem Kaliber hier gut beschädigt zu werden. Bedeutet gleichzeitig, der Gegner hat Angst. Wenn er nicht einen guten Heal hat, dann sieht man es hier schon, wird meist zu Beginn schon gedreht. Bevor wir auf dieses spezielle Drehen eingehen, noch ein Wort zur Zitadelle. Seit Wargaming die gehoben hat, sieht man die Conqueror leider auch selten brawlen. Und das gilt auch für die Thunderer. Früher war es nämlich so, dass die Zitadelle des Thunderer und des Conquerors sehr tief war, also auf Wasserhöhe. Und jetzt ist sie aber leicht treffbar oben. Bevor wir hier zu den unglaublichen Salven des Conquerors, oder des Thunderers kommen hier in diesem Falle, noch ein kleines Wort zur Behäbigkeit des Conquerors, könnte man fast sagen, im Vergleich zum Thunderer. Aber wie ihr wisst, die Conqueror ist dafür bekannt, eigentlich relativ gut zu drehen. Dieser Umstand wird noch angefeuert durch das Supermodul, das genau das begünstigt. Und also Ruderstellzeit etc. Und das haben wir in der Thunderer direkt schon verbaut. Man könnte es als Beispiel, wenn man jetzt wieder ein Premium-Schiff hernimmt, nehmen die Queen Elizabeth-Klasse, die Warspite. Ich glaube, die Queen Elizabeth hat das auch, aber nicht in diesem Maßstab. Queen Elizabeth und Warspite können, so sagt man zumindest unter den alten Hasen in World of Warships, auf einer Münze drehen. Das bedeutet, die können sehr gut Torpedos ausweichen, kleiner Wendekreisradius, schnelle Ruderstellzeit und ein schmaler Radstand. Nein, ein sehr kurzes Schiff. Die Thunder und die Conqueror sind zwar nicht kurz, aber der Wendekreisradius und die Ruderstellzeit sind dementsprechend gut. Beim Conqueror natürlich mit Supermodul, beim Thunder, der das Supermodul schon eingebaut hat, eben auch ohne. Das machte den Thunderer von Haus aus sehr manövrierfähig. Zudem hat er ein ausgezeichnetes Concealment, wie wir sehen können, von 12,3 Kilometer. Da ist manch russischer Kreuzer neidisch drauf. Moskwa zum Beispiel. Das ist ein schwieriges Ding hier. Oder andere russische Kreuzer auch. Und dementsprechend kann man mit dem Concealment gut arbeiten. Wir haben hier 457 mm Kanonen und eine normale AP-Granate. Das bedeutet, wir prallen 45 bis 60 Grad ab,
haben keine verkürzte Zündzeit, sondern den Standard von 0,033 im Gegensatz zum Conqueror und der britischen Linie. Bedeutet aber auch, dass wir durch das Kaliber 30mm overmatchen und das ist die Seitenpanzerung von den allermeisten Kreuzern. Dementsprechend können wir guten Schaden auf die Dinger machen, wenn wir AP schießen. Ihr habt gesehen, wir haben gerade eine 11K-Salve von Thunder bekommen. Wenn wir Breitseite zeigen, ist es meistens eine ziemlich schlechte Idee. Was macht diese Kanone noch besonders, außer das Kaliber? Wir haben ein Sigma von 1.9 und eine maximale horizontale Streuungsellipse von 229 Meter auf 21,5 Kilometer. Das ist sehr gut. Viele Leute sagen, der Conqueror ist ein super Sniper mit super AP und gutem Kaliber und einem super Standard Reload von 26 Sekunden. Meist wird er dann auf Reload gespielt. Das sind dann nochmal minus 12 Sekunden. Da kommen wir runter auf. Naja, optisch sind es dann 22, schieß mich tot oder 23, schieß mich tot gleich zu Beginn. Adrenalinrausch ist ja meistens auch noch mit drauf, damit das noch ein bisschen weiter runter geht. Das bedeutet, die Kadenz ist relativ gut, die DPM fällt einem als positiv auf, auch wenn sie ähnlich ist wie bei anderen Schlachtschiffen. Aber wir haben eine Brandwahrscheinlichkeit von 63%, weswegen in den meisten Fällen tatsächlich high geschossen wird, wie wir das gesehen haben, jede Salve zwei Brände. Die AP ist aber das, was den Thunder eigentlich sehr gut macht, weil sie unerwartet kommt. Viele Leute zeigen breit beim Thunder. Ihr seht schon, das Gameplay ist bei vielen Thunderer-Spielern, wie auch hier beim Einsender Semarfan im Thunderer, ein kleines bisschen, ja, nennen wir es nicht ein kleines bisschen, ein großes bisschen opportunistisch. Er ist sehr weit hinten, er ist 5 Kilometer entfernt vom quasi Rest seines Teams. Ja, natürlich, der Thunder kann dadurch seine Vorteile ausspielen. Übrigens, das ist ein Reichweiten-Thunder, der mit 26 Sekunden hier Standard fährt, wie es aussieht. Nur noch zur Anmerkung, nicht, dass ihr glaubt, ich habe es nicht gesehen. Die 21,5 Kilometer sind die Stock-Dinger. Boah, jetzt habe ich meinen kompletten Faden verloren. Und wahrscheinlich auch deswegen auf Reichweite bleibt. Da kann er auch sehr gut arbeiten. Meine Meinung dazu ist, ein Schlachtschiff hat immer ein bisschen zu tanken. Es muss es nicht direkt jetzt machen. Mit seinem Team gemeinsam ist aber sicherlich nicht schlecht. Oh, schade, keine Zitadelle auf die Colombo. Ist möglich, natürlich. Warum nicht? 18 Kilometer, da geht einiges. Aber Wargaming wollte nicht. Oh, aber vielleicht Cleveland. Ist zwar sehr leicht gepanzert, aber auf die Entfernung vielleicht durch Stack genügend Panzerung da, damit es funktioniert. Na, wir werden sehen. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen? In aller Ruhe, die wir haben, da wir hier von hinten gut zusehen können. Oh ja, Baby, das war gut. Das war wichtig. Jetzt muss einem nur was einfallen. Was hat der Thunder noch? In der Theorie kann man mit einem Thunderer oder konnte man mit einem Thunderer früher brawlen. Heute geht das nicht mehr, aber man kann in den, ich nenne es gern Sweet Spot 15 Kilometer. Man geht auf 12,3 Kilometer zu, man hat also 2,7 Kilometer Fehlerquote, man hält den nahesten Feind. Immer auf über der Aufdeckungsreichweite ist übrigens auch beim Conqueror so. Da ist noch wichtiger, weil er Heal viel länger braucht, bis er nachgeladen ist. Dafür aber sehr viel heilt. Das bedeutet gleichzeitig, dass man erst spät heilen darf und dann ist man ein bisschen vulnerabel, was krasse Salven von Schlachtschiffen angeht. Wenn man nur noch 30.000 hat, um dann 40.000 heilen zu können, ist es schon ein kleiner Ritt auf die Rasierklinge. Ist aber vor allem beim ersten Heal das, was ich empfehle, so viel wie möglich in einem Mal zu heilen. Und deswegen sieht man auch viele Conqueror-Spieler relativ hinten. Aber meiner Meinung nach hat man da ruhig die Möglichkeit, ein bisschen weiter nach vorne zu fahren, wenn man das oder wenn man die Minimap kontrollieren kann. Das ist es. Das ist das Um und Auf tatsächlich. Zum Beispiel die Thunder fährt jetzt hier nach vorne, um in B reinzukommen, weil sie das fast muss. Aber wir zeigen jetzt schon breit. Wir sollten nicht breit zeigen.
Das bedeutet auch, wir können nicht reindrehen, weil wenn wir jetzt reindrehen wie Seraphim, Seraphim, Semarfan, Entschuldigung, Semarfan machte, dann würden wir einer Colombo-Breitseite zeigen, wenn sie den Map Vision hätte und der Zyklon nicht da ist. So können wir das Spiel aufnehmen und vielleicht sogar noch ein bisschen was machen. Es ist sehr gut, dass der Zyklon jetzt kommt. Das bedeutet, wir werden Nahkampf-Gameplay sehen. Und da bin ich besonders interessant, denn die Zitadelle des Thunderers zu verstecken, ist kein leichtes Unterfangen. Ihr seht hier, ungefähr so über Wasser ist die lange, einfach zu treffende... Oh, so, warum ist meine Maus so schnell? Alter Mann, so. Hier und so ist ungefähr die Zitadelle auf dieser Höhe. Ich rutschiere mal ab. Beim Conqueror. Sie ist frontal ganz einfach zu treffen, weil sie hier abschneidet. Quasi einfach hier overmatchen für eine Yamato zum Beispiel mit den 32 mm, kein Thema. Und dann durchzuballern. Easy zu versenken. Da besteht überhaupt kein Problem. Deswegen muss man ein bisschen breiter anfahren, als man es von anderen Schlachtschiffen gewohnt ist, um die Zitadelle zu verstecken. Also um die Zitadelle quasi unterhalb der Außenpanzerung anzuwinkeln. Klingt dämlich, ist aber notwendig bei Yamato. Und wir haben zum Glück keine Yamato mehr im Spiel, oder keine in diesem Spiel. Nicht auf Gegnerseite, unsere ist leider schon raus, unser Team klappt komplett zusammen. Oh, und jetzt werden wir sehen, was eine Zitadelle ausmacht. Vielleicht sogar mehrere. Oh ja, eine Zitadelle, leider. Es ist eine Vernichtung für einen Thunderer. Das hätte theoretisch auch schon das Ende sein können. Türme nicht eingedreht. Wir sind übrigens auch falsch angefahren. Breitseite zum Thunderer. Das war ebenso fatal wie gefährlich. Und das war es jetzt eigentlich für den Thunderer. Es gibt keine Möglichkeit, wie er das überlebt. Selbst mit Heal nicht. Wir haben eine Alpha von 14.900 hier mit dem Schiff. Das ist kein Thema. Und die Sevastopol sollte eigentlich auch ein Schiff sein, das lieber nicht hierher gefahren ist. Solange wir sie erledigen, bevor Minotaur und San Diego und also die zwei hier rankommen und vielleicht oben noch eine Edinburgh. Wir können das Ding frontal overmatchen. Wir müssen nur in die 25 mm rein und wir müssen das treffen. Also, das ist klar. Ohne das Treffen geht nichts. Und wir dürfen nicht Breitseite zeigen, weil die Sevastopol 380 mm... Die penetriert hier alles. Deutsche Schlachtschiffgeschütze. Es zeigt sie breit. Das war's dann für die Sevastopol. Und russische Granaten sind ein bombenstarkes Team. Ein bombenstarkes Team. Echt? Wow, die zweite Salve war ja richtige Verarsche. Gut, dass wir schneller drehen als der Kreuzer. Das war ja wirklich richtige Verarsche. Und gut, dass die Petropavlovskia Warriors da uns aushält. Das wäre bitter gewesen. 160.000. Und ja, dieses Gefecht sollte, soll ich es auch hier schon verraten, ihr habt es ja im Titel gelesen, einen Solo-Warrior enthalten. Da bin ich gespannt. Wir haben 160.000, wir haben immer noch 6 gegen 6. Ein gutes Beispiel dafür, dass der Zyklon ist brutal. Zyklon bestraft extrem schlechtes Positioning. Muss man einfach sagen. Also, zu Beginn des Zyklons. Danach ist er einfach nur lästig. Bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn man zu Beginn des Gefechts, also zu Beginn des Zyklons, so, zu weit wegsteht von allen anderen Schiffen und nur hintenrum snipet, dann hat man eine sehr lange Anfahrt, was eigentlich dem Team schon die Niederlage bringen kann, wenn das Gegnerteam gut reagiert. Ne? Wenn hinten die Schlachtschiffe stehen und vorne die Kreuzer und die gegnerischen Schlachtschiffe näher am Cap sind, dann verliert das gegnerische Schlachtschiff, aber das eigene Schlachtschiff, das zu weit weg ist, den Vorteil, dass es snipen kann und wenig getroffen wird, während die Kreuzer vorne an der Front schnell aufgerieben werden. Deswegen ist Positioning immer wichtig. Gut, dass sich der Zyklon früh genug ankündigt, was für die meisten dennoch nicht früh genug ist, um zu reagieren. Oh, wir fahren schon wieder Breitseite hier rum. Das ist auch gefährlich. Gut, wir wissen, wir haben keine Torpedos zu erwarten, aber eine Minnesota wurde irgendwann mal da gespottet. Oh Gott, die Minotaur kommt jetzt nochmal um die Ecke, das ist ja auch dämlich. Oh, und da ist die Minnesota, die uns jetzt wahrscheinlich eine richtige Breitseite reinhaut, wenn ihre Türme noch drehen. Aber wo soll sie hinschießen? Nein, die hat auf dem Flugzeugträger die Geschütze eingedreht gehabt. Man sieht's noch. Deswegen konnte sie nicht schießen. Slenderman.
Der Slenderman hätte hier dieses Gefecht beenden können. Ja, jetzt hat er natürlich überhaupt keinen Bock mehr, den Flugzeugträger anzufahren. Aber 0, nichts. Und wir sind hier in einem 3 versus 5 Gefecht. Und das könnte tatsächlich noch ein Solo Warrior werden. Ja, aber gut, das ist keine Ahnung, was sich die Minotaur da gedacht hat. Wahrscheinlich nicht viel. Oh, ich bin mit meinen Kopfhörern angestoßen beim Mikrofon. Das war sicherlich kein schönes Geräusch. Ah, bin ich gespannt. Es muss entweder ein Drive-By werden oder der Flugzeugträger hilft mit. Oder aber wir erwischen ihn jetzt das erste Mal so gut, weil danach wird er anwinkeln. Ja, der war nicht schlecht, aber es war nicht gut genug. Denn ein Rammen kann es ja nicht sein, wenn wir... Oh, jetzt wird's... Das wird wehtun. Das geht, Gott sei Dank. Oh Gott, und das Ding zeigt jetzt auch breit. Was? Warum? Warum? Warum nicht tiefer und warum zeigt das so viel Breitseite? Ja, wie ihr schon seht, bei einem Solo-Warrior muss alles passen. Und da bin ich gespannt. Wir haben nämlich noch einen Solo-Warrior in der Theorie als Einsendung bekommen, habe ich gesehen. Weil es, es steht in der Mail direkt im Betreff. Normalerweise lese ich mir das dann trotzdem nicht durch, aber ja, wenn das schon steht, kann die Rahmen sehen. Ja, es muss halt alles passen, ne? Den hätte man auch so rausgekriegt. Aber ist okay. Da bin ich gespannt, denn da sieht es vielleicht sogar ein bisschen anders aus. Mit einem anderen Schiff, allerdings auch mit einem Schlachtschiff, das mit einem Kreuzer zu erledigen. Das wäre vielleicht auch mal interessant, wenn auch ungleich schwieriger. Ne? Da. Das bedeutet, wir haben jetzt 4 Schiffe und einen Schlachter hier mit 62.000. Wir haben Schiffe, die sich aufteilen müssen. Die Sau soll dann wahrscheinlich C rüberfahren. Wir müssen A fahren. Aber es geht darum, wie die Schiffe jetzt bekämpft werden. Oh Gott, und die Colombo. Nein, Colombo, nein, 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 nein. Aua. Also, und dann hat sie auch noch so ein Glück, weil sie abbremst. Oh Gott, jetzt dreht sie noch weiter hoch. Willst du mich verscheißen? Wenn er jetzt gut zielt, wenn Samar von jetzt gut zielt, dann war es das mit der Colombo. Eine Colombo hat zwar Turtlepack. Ähnlich, also angeordnete Panzerung, hat aber nur 25 mm da drauf. Bedeutet, das geht durch wie durch Butter. Und er kriegt nur Overpenetrations. Er schießt nur in den vorderen Bereich. Ah. Und jetzt smoket sich das Ding. Komm, schieß doch nochmal, Colombo, im Smoke. Bist gleich, bist nah genug dran. Schieß doch einfach mal im Smoke. Ja, natürlich schießt sie im Smoke, um uns zu zeigen, dass sie es nicht verstanden hat, wie das eigene Schiff funktioniert. Alter Verwalter, und da gibt Wargaming endlich die verdienten Zitadellen raus. Zumindest eine, ne? Wo sind denn die 4-fach-Zitadellen hin? Spinn ich jetzt oder gibt's die nicht mehr? Schiffe zeigen breit, eine Zitadelle, 3 Pants. Schiff zeigt noch breiter, eine Zitadelle, 2 Pants. Das Schiff zeigt am breitesten, wenn es überhaupt eine Steigerungsform von breit gibt. In diesem Sinne wahrscheinlich nicht. Was passiert dann? Overpants. Oder alles geht daneben. Es ist eine absolute Katastrophe. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Wir können A nicht nehmen. Zeit läuft uns davon. 51 Sekunden. Allerdings, Solo Warrior bedeutet ja nicht, dass wir 1 versus 4 alle Schiffe rausnehmen. Oder das Gefecht verlieren. Ich meine, das Gefecht gewinnen. Gott sei Dank nicht. Dann hätten sehr wenige ein Solo Warrior. Das bedeutet unterm Strich quasi nur, dass wir 1 versus 4 überleben. Und genau deswegen muss auch hier, wie so oft, alles stimmen.
Es muss passen, dass der Gegner nicht zu sehr in der Nähe ist, dass das Gefecht nicht mehr ewig lange dauert. Das eigene Team muss schnell genug sterben, die richtigen Schiffe müssen schnell genug sterben. Gut, wir haben hier noch eine Z-Map, die hätte es erledigen können, aber wir gewinnen. Mit 275.000 Schaden. Und ich muss direkt revidieren, was den Solo-Warrior betrifft. Man muss natürlich gewinnen. Und man muss alleine natürlich den vier Schiffen gegenüberstehen. Aber der Sieg ist ein wichtiger Bestandteil der Herausforderung. Bei 275.000 Schaden und so wie das eigene Team und das Gegnerteam gestorben ist, war es dann relativ praktisch, dass genau in diesem Verhältnis und nicht mehr der Feind noch am Ende da war. Und dass wir über die Punkte gewonnen haben, die naja, zwar gegen uns getickt haben, aber durch die Kills haben wir einen kleinen Vorsprung erreicht. Die Fandere mit 2954 und Zemarfan ist auf Platz 1 ein beachtliches Ergebnis. Ja, seht ihr, wir haben viel mit AP geschossen, 235.000 und nur 30.000 mit Hai und davon wenig mit Bränden. Wie kommt denn ein solcher Einzelkämpfer, Solo-Warrior zustande? Ist nicht ganz einfach, wie gesagt, das muss alles stimmen, vor allem am Ende. Und meistens ist er auch klassenabhängig. Ich denke mal, die meisten Solo-Warrior werden Flugzeugträger haben, weil die einfach immer zuletzt sterben. Wenn sie gut aufgestellt sind, wenn sie auf die Karte schauen, steht zumindest eine große Möglichkeit dazu. Dann Schlachtschiffe, eher weniger die Schlachtschiffe, die reinbrawlen. Kreuzer und DDS, vor allem teamdienlich spielende Spieler, werden eher weniger zu diesem Vergnügen kommen. Ich denke mal, die werden die wenigsten Solo-Warrior haben. Ich denke, Flugzeugträger werden die größte Anzahl an Solo-Warriors haben, weil sie überall auf der Karte kämpfen können, ohne selbst da zu sein und deshalb leichter überleben. Es braucht natürlich auch noch andere Umstände, wie ein Team, das gerne verlieren möchte, aber nicht zu schnell, sodass man entweder am Ende nicht mehr so viel Schaden zu machen hat, also das Team hat gut Schaden am Gegner gemacht, dass man sie nur noch absnacken muss, oder aber wir haben guten Punktevorsprung, weil das Gegnerteam zuerst keinen Bock hatte, die Caps zu holen und dann sich zusammengerafft hat, um unser Team zu erledigen. Und es sollten wirklich nicht mehr als vier Schiffe über sein. Ansonsten wird es schwierig, den Gegner noch zu töten oder das Gefecht zu gewinnen. Wie gesagt, töten ist keine Prämisse für einen Einzelkämpfer. Man muss nur 1 versus 4 am Leben bleiben und das Gefecht gewinnen. Ich sage vielen lieben Dank, Zemarfan, für den Solo Warrior und das Einsenden des Replays. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und Zusehen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.